Und damit Konnichiwa, Samus und Sans und herzlich willkommen zu einer nächsten Schlacht hier in Star Wars Empire at War Forge of Corruption. Dieses Mal sind wir das Imperium und zwar auf dem Boden. Das letzte Mal endete die Schlacht ja ziemlich abrupt, denn die Rebellen haben ja gegen das Konsortium gekämpft und dann war einfach der Schnitt. Und das liegt einfach daran, ja, dass sie eine Story Line erstellen wollte. Wenn man mal guckt, als allererstes haben wir gekämpft, das Imperium in der Luft gegen die Rebellen. Das Imperium hat die Basis zerstört und dachte, auf dem Planeten, wo wir schließlich waren, waren die Rebellen. Doch da war das Konsortium. Das haben wir gespielt und das Imperium vernichtet. Und oben sind die Rebellen gekommen und haben das Konsortium entdeckt und haben die angegriffen. Und hier unten in Geonosis ist die Geheimbasis der Rebellen. Die wurde entdeckt von Imperium. Auf Geonosis. Auch so ein bisschen nostalgisch, denn die Klonkriege und alles haben hier begonnen. Hier begann eigentlich praktisch der Anfang vom Ende für die Republik. Und deshalb ist das ziemlich nostalgisch. Und wir sind wieder zurück. So, das nur dazu. Deshalb, ich versuche mal so ein bisschen Story reinzubringen. So. Geschützturm wird gebaut. Marschieren Sie los. Denn jetzt kommt die große Schlacht. Der Vader höchstpersönlich dann beteiligt sein möchte. Konstruktion abgeschlossen. Bereit. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Geschützturm wird gebaut. Die haben C3PO. R2 und C3PO. Interessant. Da marschieren sie in der Wüste Geonosis, die Sturmtruppen, um den Sieg des Imperiums hervorzurufen. Da. Melde mich, wie befohlen. Sturmtrupp, Abmarsch. Sofort, Sir. Roger, bestätigt. Aufbau. Information. Trupp vorrücken. Bewegung. Sofort. Rücken in dieses Gebiet vor, Sir. Halte Position. Erwarte Befehle. Jawohl. Ziel bestätigt. Bewache. In Ordnung, Männer. In Deckung. Wir haben eine Landezone gesichert. Habe verstanden. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Unterwegs. Weiche den Beschuss aus. Geschützturm wurde verkauft. Wir haben eine Landezone gesichert. Ja, macht's gut. Ihr glaubt, ihr seid stark? Und tschüss. Befehl bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Einheit ausbrechen. Aufrüstung läuft. So. Jawohl, Commander. Langsam wird ja alles ein bisschen aufgerüstet. Wir wollen langsam voranschreiten. Aufrüstung läuft. Wir wollen ja uns nicht übernehmen, ne? Soldaten werden angeworben.
Fahrzeug wird produziert. So, dann erstellen wir uns mal unsere kleine erste Infanterieflotte. Die als Verteidigung hier und... Aufrüstung läuft. Oberfett ist hier. Unterstützt mich nach Bedarf. Mich. Unterwegs. Aufrüstung abgeschlossen. Wir haben eine verlassene schwere Waffenfabrik erobert. Aufrüstung abgeschlossen. Melde mich. Eure Verstärkung. Wir haben eine Landezone gesichert. Brigade in Bereitschaft. Oh. Sind unterwegs. Ganosch bereit. Kommt Leute, hier entlang. Bewaffnet und bereit. Greife an, schieß sie in Stücke. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Wie lautet eure Befehl? Eröffne Feuer. Zielkoordinaten eingegeben. Unterwegs. Bin unterwegs. Befehl bestätigt. Unterwegs. Unterstützung feuerbereit. Ziel erfasst. Zu Befehl. Beginne Angriff. Ich bin raus. Aber das heißt nicht, dass das so bleibt. Erwarte Befehle. Scanne Ziel. Waffen sind Einheit in Feuerstellung. Ziel wird angegeben. Einheit zerstört. Geh in Stellung. Bin unterwegs. Unterwegs. So muss das sein. Lange kann ich nicht mehr aushalten. Sir, ich habe diese Schmuggler Han Solo und Chewbacca entdeckt. Sie werden zum Verhör gesucht. Einheit wird produziert. 25% schneller, das ist schon mal sehr schön. Einheit zerstört. Geben Sie mir nur ein Ziel. Feuer, eröffnet das Feuer. General Reyes meldet sich zum Dienst. In Ordnung, Männer. In Deckung. Angriff auf dieses Ziel. Meld dich, liebe Fuß. Ah, Vader. Das ist mal ein Trupp. Eure Befehle, Commander. Das Imperium rückt weiter vor. Bestätigt, wird erledigt. Ich werde sie vernichten. Unterstützungsbefehl bestätigt. Einheit zerstört. Mensch, wir brauchen einen schon lange immer hier, wa? Beginne Angriff. Wie lauten eure Befehle? Wir haben sie gerichtet. Sie werden sterben. Ziele angegriffen. Jawohl. Setze Sturmtruppen ein. Setze Sturmtruppen ein. Jo. Wie ihr befehlt.
bestätigt. Ja, General. Wir haben gesiegt. Ja. Eine sehr, sehr interessante Schlacht und einen Sieg für das Imperium. Das Imperium hat einfach Glück gehabt, ja, an vielen Fronten. Sobald die AT-ATs kam und du keine Schneegleiter hast, ist alles vorbei. Die überrennen dich so, die schießen alles nieder. Und Vader sowieso. Und damit ist die Schlacht vorbei. Die, ja. Zwei stehen uns noch bevor. Und zwar einmal die Rebellen auf dem Boden, die haben wir noch nicht gesehen, und das Konsortium in der Luft, also im Raum. Und als nächstes werden wir das Konsortium, die Schlacht praktisch zu Ende führen. Zwischen den Rebellen. Und dann schauen wir uns nochmal die Rebellen an. Auf dem Boden. Denn sie haben ja hier in Geonosis versagt. Aber vielleicht können sie ja alles zurückgewinnen. Das entscheidet sich dann. Und dann haben wir alles abgeschlossen. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir uns an diese Kampagne wagen. Oder an die vom ersten Teil. Und ich habe noch eine andere Idee. Oder die andere Idee ist, eine eigene Story zu erfinden, zu erstellen, mit Hilfe von den ganzen Dingern hier, mit Star Wars. Aber das ist noch in meinem Kopf. Vielleicht machen wir das. Bis dahin sage ich Adios Thomas und bis zur nächsten Woche, denn nächste Woche kommen die letzten zwei Parts von erstmal von diesen Schlachten und dann schauen wir mal. Also, sayonara!